Da kommen ja auch immer sehr interessante Sachen her aus Moldawien. Wir treffen uns im Wald mit Moldau. Okay, die Flöte hat auf jeden Fall. Ist doch schön, dass es in jedem osteuropäischen Land eine eigene Flöte gibt, die man mit auf die Bühne nehmen kann. Ich finde diese Ethno-Klänge ja wirklich gut und dann noch gepaart mit diesem Trance. Also es erinnert mich immer so an Goa aus Ukraine. Es ist halt auch so ein bisschen Goa. Man kann es vergleichen, aber es ist ja bei weitem nicht auf dem Level, wo Goa war. Nein, nein. Schum war ja, ist ja Höhen, Höhen drüber. Industrial Folklore Techno taufe ich das jetzt mal. Ja, das ist so Techno im Wald, ne? Waldtechno. Ich weiß genau, was sie wollen. Ich weiß, sie wollen so einen tollen Dance-Banger, die wollen so Ethno-Elemente, die wollen Flöte. Also die Flöte macht's für mich. Flöten sind auch amazing. Flöten, Tröten. Wissen wir alles. Und dennoch. Das reicht nicht, um mich zu überzeugen. Stimmt, ja. Da ist mir zu wenig dran an der Nummer. Das ist sehr viel Flöte und wenig Gesang. Ich finde die Flöte, ich finde diesen Part finde ich viel, viel geiler als den gesamten Rest vom Song. So kann man sich das echt geben. Sing weniger. Wir verstehen aber auch den Text nicht. Nee, also wir verstehen den Text nicht. Vielleicht sagt er irgendwas total Cooles. Geht's vom Sternzeichen? Er hat den Mond im Steinbock. Im moldawischen Sternzeichen gibt's auch Elch. Ist er der Jäger und sie das Reh? Sie ist das Reh, genau. Corona. Kununa, die sagen Kununa. Kununa? Ja, es wird euch verwundern, in dem Song geht es um die Kraft der Natur. Beschwörungsformeln und Sonne und Mond und über unsere Hochzeit und wir tauschen einen Ring aus. Und letztlich wirkt das für mich irgendwie, als ob man einen Text in so einer Telegram-Verschwörungstheorien-Gruppe zusammengeschrieben hätte. Das ist für mich nicht mal auf dem Niveau, was Pascha Parfeni schon mal beim ESC hatte 2012. Ja, aber das war auch ein Bob. Also der Pascha Parfeni von vor 11 Jahren in Baku, da ist er als Entertainer auf die Bühne gegangen. Ja. Ne? Sympathischer Typ und hat einen Song gehabt, der so ziemlich middle of the road war, aber war vergleichsweise erfolgreich damit. Jetzt ist er überhaupt nicht mysteriös. Der Song gibt ihm auch ganz wenig Möglichkeiten, als Künstler selbst zu brillieren. Immerhin, um das Positive zu sagen, er hat sich gut gehalten. Ich verstehe irgendwie nicht die Zielgruppe. Dieser Song ist ja total auf ESC-Erfolg getrimmt. Ey, das ist halt so ein bisschen so, als hätten die einen super Toy Race durch den Requisitenfundus des ESC gemacht und haben einfach alles eingeladen, was irgendwie da ist. Eine Trommel und die Flöte, dann hat es dieses Ethno-Gebrimsel, dann aber auch den treibenden Beat und dann singt er in Muttersprache. Oh, es ist ein bisschen billo, dass man sich das alles so zusammensammelt. Und so powerful ist der Song nicht, als dass ich die Trommeln akzeptieren kann. Das kann's doch nicht sein. Du willst doch da hingehen und willst irgendwie was abliefern und das ist irgendwie so ein bisschen faul. Es ist kalkuliert und faul. Ich find's gut. Ohne seinen Gesang, die Instrumentalversion, ist was. Ist nicht nichts. Mir fällt nichts mehr ein. Was will man dazu sagen? Es ist gut gemacht, es hätte aber auch noch eine Schippe drauf gekonnt. Ich glaube, du kannst es aber sehr gut inszenieren. Also ich glaube, das kannst du richtig gut auf die Bühne bringen. Aber weit nach vorne kommt das nicht. Finalqualifikation? Wahrscheinlich, ja, denn das ist wahrscheinlich ein Titel, der beim Televote gut ankommt, aber nicht bei mir. Ja, du bist halt aber auch nur einer von 200 Millionen, ne? Der ESC lebt ja eh von den Emotionen. Und wenn er die rüberbringen kann, mit oder ohne Geweih, dann läuft das. Also ich denke mal auch sehr gut platziert. Alle Sympathien für Pascha Parfeni, aber dieses Lied hat ein bisschen zu wenig. Schade, Marmelade. Suare, 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 su